Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Dead Rising. So, was steht heute nämlich an? Ich würde mal sagen, heute wird die Zeit totgeschlagen bisher, weil ich habe ja bis zum nächsten Fall noch sehr viel Zeit. Okay, ausrüstungstechnisch bin ich auch dabei. Ja, und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal eben paar. Oh, da liegt da noch der tote Dr. Brandon. Okay, Jessie liegt da ein bisschen angeschlagen oder so. Die wurde ja von Dr. Brent angegangen. Isabella ist da. Brett ist da. Nicht Brandon, ne? Brent liegt da unten. Brett ist da. So. Ich gehe ein paar Zombies tothauen. Eventuell werde ich sogar noch versuchen, noch den einen oder anderen Überlebenden zu retten. Aber ansonsten. Ja. Ich habe. Ja, paar Stunden Freiraum. So. Oh, vielleicht kriege ich noch den einen oder anderen Level ab noch. So, was habe ich da? Ein Duschkopf. Okay. Man am besten Zombie jagen gehen, glaube ich, am Eingangsbereich, so den Entrance-Laser. Und da habe ich auch den Antiquitätenladen. Okay. Zack, wunderbar halbiert. Moment mal. Grafikfehler. Okay. Ja, ich habe ja noch die Psychopathen noch, die könnte ich auch noch. Okay, die Axt geht gleich kaputt. Ah, komm mal her. Oh. Ah, schnappst dir deinen Arm, okay. Wunderbar halbiert. Wunderbar. Level. Okay, Katana ist noch. Dann gleich kaputt. Ah, ich werde mir noch ein neues holen. Ja, momentan habe ich hier ja nichts zu tun, halt. Außer zum. Wunderbar weggetreten. Ach, da oben ist ja auch noch ein Rudel. Ah, komm mal her. Ah, okay. So, ich werde nach und nach alle. Ah, okay. Zack. Okay, jetzt wird mal Zeit für O-Saft. Okay, der jagt sich selbst in die Luft. Weg mit dir, weg mit dir. Okay. Okay, mein Katana geht gleich kaputt. Schilde!
Okay. Oh, okay. Okay. Der ist ziemlich hart gewesen. So. Schnell mal eine ganze Torte reinpfeifen. So. Ich nehme noch einen O-Saft mit. Neues Katana. Okay. Okay, die macht sich sogar selber den Weg frei. Der Kult der Regenmäntel. Okay, den schnapp ich hier. Ich muss mir auch eine neue Waffe langsam besorgen, weil nur mit einem Katana rumlaufen. Ich gehe jetzt zum Entrance Plaza. Das ist nämlich der Antiquitätenladen und da kann ich mich mit so vielen Waffen eindecken. Da habe ich ja sehr viel Spaß daran, die Zombies wegzumachen. Hier. So. Das ist die Königin. Die kann ich mal irgendwo einsetzen. Ah, geh weg. Ich brauche neues Katana, nämlich zwei Stück. Wunderbar, die Beine abgetrennt. So, mal schauen, was ist da noch? Hier sind die Ecken. Hier ist nichts. Hier sind die ganzen Katanas. So. Okay, mal schauen. Abgetrennten Arm. Kann ich mal auch aus Spaß mal nehmen. Hier. Ja. So. Der wurde auch wunderbar geteilt. Sauber. Sauber. Ja, tut mir leid halt. Aber momentan ist hier nichts zu tun. Okay. Mal
hier so eine Vase. Oh, noch eine Vase. Okay, schmuck. Zack. So, drei Katanas wieder mitnehmen. So, Katana. Puh. Bleibt aber nicht stecken. Ja. So. Ja, ich könnte auch noch ein paar. Sag mal schnell ein paar. Was haben wir da? Edelsteine? Oh. Okay. Okay, da schmeiß ich mit den ganzen Edelsteinen. Okay, Edelsteine, Edelsteine. Okay, habe ich nur den ganzen Schmuck bei mir. Eine Kasse? So. Ich gehe mal in den Schuhladen rein. Okay, hier könnte ich. Ah, schicke Schuhe. Okay. 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 Ah, nichts Wildes. Ah, noch schnell weg hier. Okay, noch einmal kaputt. Das macht nichts. Ja, was haben wir hier? Lady Space? Hier könnte ich die Kleidung wechseln. Perfekt. Perfekt, jawohl. Frank hat es drauf. Frauenklamotten zu tragen. Ist hier noch was? Nee, es ist so ein Spiegel. Okay. Eine Handtasche. Komm her. Okay. Zack. Ja, mit einer Handtasche Zombies zu verprügeln. Oh, eine Biene. Das ist gut. Ja, wo könnte ich halt die Biene. Ah, okay, hier könnte ich die Biene zünden. Richtig schön. Ah, weg mit dir. Ah, Zombiejäger. Oh, Erfolgsmöglichkeit. Ne, dass ich 1000 Zombies schon umgebracht habe. Kana kaputt. Macht nichts. So, könnte ich mir, glaube ich, direkt mal ein paar neue holen. Was haben wir da noch? Klamottenladen. Ah, so ein Kleiderbügel, okay.
Ja. Hat der echt einen Kleiderbügel hier zum Maul stecken? Okay, der ist gut. So. Okay, das dauert noch ein bisschen, ne? Keine neuen Leute zum Retten da. Was haben wir da? Kleiderwechsel? Perfekt. Oh. Okay. Yeah. So. Oh, ein ganzes Gemälde, okay. Also, ein bisschen Zeit habe ich ja. Okay, Katana geht gleich kaputt. Mal schauen. Zack. So, ich hol mir mal. Okay, ich habe hier alles so freigeräumt, das wird dann so passen. So, genau. Katana kaputt. Ah, da kann ich ja noch eine... Ah, ich nehme mal ein paar Äxte mal mit. So. Die Axt ist auch ziemlich gut. Es geht gleich. Kaputt. Jetzt ist auch schon langsam Tag. Jetzt ist. Ah. Ja, das ist das Problem halt, wenn man zu viel Auszeit hat. Man weiß ja nicht, was man machen soll. Es sind ja keine neuen Knüller-Infos da, die man retten kann. Nur einfach Zombie geschnitten. Okay. Oh, das ist ein CD-Laden. Geh ich mal rein, mal. Okay, im Fernseher. CDs. Mehr CDs. Das ist ein Musikgeschäft, okay. Snack. Okay. Hier. Ja.
Genial. So, einfach so mit paar schlechten Musik-CDs die Zombies beschmeißen. Zack. Okay, langsam wird es zu viel. Wie die auch wegfliegen. Langsam zum Aktivitätenladen durchkämpfen. Hier. Es wird auch Tag. Okay. Weg mit dir. Okay, kaputt. Nochmal. Ah, ich habe ja noch Zeit. So. Wir füllen nochmal Werten. So. Vielleicht schaffe ich noch nächsten Level ab. Da muss ich mich aber auch ranhalten mit dem Zombie-Tod. Antiquitätenladen bietet praktisch die besten Waffen. Okay, die nehme ich mit. Schnell Deckung. Wunderbar, okay, die Axt geht gleich kaputt. Ah, weg mit euch da, meine Güte, seid ihr auch anhängig. Okay. Das wird schon rot, das ist schon mal gut. Yeah!
Zack, weg mit dir. Wunderbar halbiert. So. Ah, ich habe ja noch Zeit. Hier schon mal zu. Verdammt. So hat er mich doch noch von hinten gepackt. Okay, okay. Mal schauen. Ah, okay. Bist du der letzte, bevor die Axt kaputt geht? Jawohl. Na gut, dann. Axt nochmal ausrüsten. Den Axt schmeißen. Okay. Naja. Ah, okay. Die werden nicht geteilt. Schade. Wäre aber schon geil gewesen, wenn man halt. Wenn man jemanden eine Axt schmeißt, dass man den so. Gliedmaßen abtrennen kann. Mit einem Stufenaufstieg wird es wahrscheinlich nicht werden. Jetzt eine Axt. Ich glaube, da habe ich den Arm abgetrennt. Glaube immer weniger Zombies hier, ja. Es ist auch schon ja, 10 Uhr. So. Okay, die Axt geht gleich kaputt. So, die ist kaputt, okay. So, 1200 Zombies vernichtet.
Ah, ein Anzug, jawohl. Warum nicht? Ah, Six, die spreche ich mir mal eben rein. Yeah. Okay, ist derselbe Anzug? Wird mal langsam Zeit, die Waffen aufzufrischen. Und ich denke mal, es wird auch langsamer Zeit, auf dem Weg den Sicherheitsraum zu machen. Um halt den letzten Ausflug schon mal anzufangen. Oder schon mal zu beginnen, vielleicht die Aufgabe oder den Fall. Ah, die Axt ist schon ziemlich gut gemacht. Ah, verdammt. Ey, nicht. Lisa hat sich eben gemeldet und bittet Isabella um sich praktisch zu entschuldigen. Ah, was hat noch? Ich mache mir noch mal ein paar O-Säfte besorgen. So, noch 25 Stunden und 21 Minuten Zeit habe ich noch, bevor der Hubschrauber kommt. Okay, hier sind keine Polizisten da. Ja, weg mit dir. Reinpfeifen. So. Hm, drei O-Säfte. Ich habe ja noch eine Königin noch da. Okay, ein Katana, das Licht hier. Dann kann ich das eine hier. Oh, Geld. Hier. Wunderbar getrennt. Isabella, I don't know if you're listening to this or not, but I've made up my mind. This is the last resort. I'm going to end it all. I'm sorry that I got you involved in all of this. I love you, Isabella. Okay, Isabella will mich sehen. Ich gehe jetzt mal schnell zurück zum
Überwachungsraum. Gut. Weg mit mir. So, das heißt mal schnell zum Überwachungsraum. Aber glaub, dann reicht das auch fürs Erste dann, wenn ich da im Überwachungsraum da bin. Weil die Zeit habe ich ja rumbekommen. 24 Stunden. Okay. Ja, 24 Stunden und 51 Minuten habe ich noch Zeit. So. Mal hier rum. So, mal schauen, was der Karton mit sich bringt. Ah, immer noch ein Duschkopf. Das ist total genial. So, drei Katanas und dreimal O-Saft sollte reichen. Für den, für den nächsten Fall. Im Notfall kann ich ja immer noch O-Saft noch besorgen. Dann sage ich, hey, ich schmeiß den Katana lieber weg und nutze dafür dann O-Saft mehr. Exactly, what is this last resort talk all about? Carlito said that he'd blow up the mall if you were cornered. Damn, we've got a regular suicide bomber on our hands. Worse than what you're thinking. The explosion would send parasitic larvae into the atmosphere. He plans to spread zombies outside of the city? Is he insane? If that bomb goes off, there'll be nowhere to run. The zombies will be everywhere. He's planning to flood the area underneath the mall with flammable gas, then set it off. If you could take care of the bombs while the gas concentration is still low. There's a chance we could stop the explosion. Let's do it. Okay, Carlito möchte praktisch das ganze Einkaufszentrum in die Luft jagen, um somit halt die ganzen Parasitenlarven halt so in der Atmosphäre verteilen, um somit praktisch das ganze Land zu einer Art, ja, wie soll ich so sagen, zu einer Zombie-Apokalypse machen. So. Einmal speichern und... Bombensammler, okay. Ich würde mal sagen, das würde ich nächstes Mal in Angriff nehmen. Ansonsten war es das auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem siebten Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.